Schönen guten Tag, meine Freunde, auf Maverick TV zu dem Antworten-Video. Und zwar habe ich die Fragen hier auf meinem Laptop. Und wir legen dann gleich mal los. Ich muss sagen, es sind 184 Fragen angekommen, wobei ein junger Mann das ganze Spiel nicht ganz verstanden hat und wohl auf diversen Mitteln drauf war. Und ca. 145 Fragen selber gestellt hat. Dass du natürlich nicht 155 Antworten bekommst, ist dir wohl selber klar, Brudi. In diesem Sinne, meine Freunde, legen wir dann mal los. Da ist ja schon der Vongolide Wong. Wie oft hast du, wenn du Frauen gebumst hast, ohne Kondom und einfach mit der Vorabspritzen einfach rausziehen Methode gefickt? Würdest du die Methode empfehlen? Zu der Vorabspritzen einfach rausziehen Methode kann ich dir nur eins sagen. Ich habe es öfters versucht, aber habe dann in allen Fällen bis zum Schluss durchgezogen. Also nie geschafft, mich von der Muschi zu trennen, mein Freund. Vongolide Wong, ich antworte jetzt einfach auf ein paar von deinen Fragen und dann ist auch Schluss im Karton. Siehst du dich eher als Rapper oder eher als YouTube-Unboxer? Ich sehe mich als Boxer. Hast du schon mal Chotte Breed gefoodet? Kein Plan, was es ist. Wo hast du in der Woche für Panini-Sticker aus? Hicky Dicky, was sind das hier für Fragen? Alter, das ist so, weißt du, du spammst einfach die ganzen Fragen zu, Alter. Stell doch einfach konkrete drei Männerfragen und dann ist die Sache gut. Wie oft und lange, ja. Okay, nächster Fragesteller. Boomer Sonner. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Wo ich mich in 5 Jahren sehe? Ich hoffe, gesund in Neukölln. Bei Kaufland und so weiter. GB Agenzi fragt, was für Kameras verwendest du? Herstellermodell. Mein Freund, das ist die Nikon D5200, die ich verwende. Aber demnächst hole ich mir eine kleine neue Vlog-Kamera. Hast du einen Führerschein? Wenn nein, warum nicht? Fragt wieder Vongolide Wong. Weil ich ständig gefahren werde. Von der U-Bahn, vom Bus, Atzen holen mich ab. Wozu ein Führerschein? Und außerdem, nach meinen ganzen Alkoholeskapaden, hätte ich sicherlich schon sehr extreme Unfälle gebaut und hätte noch mehr Probleme. Deswegen lass mal mit Führerschein sein. Boomer Sonner fragt, Waldoch oder Heito? Ja, beide Nationalspieler, Verteidiger der polnischen Nationalmannschaft. Beide waren zu der damaligen Zeit stabilos. Rico Henze, was hältst du von dem Rapper Nate59? Falls es der aus Hamburg ist, der junge Mann, ist auf jeden Fall ein sehr talentierter, guter, junger Künstler. Er sollte bloß ein bisschen mehr releasen, weil er war ja lange von der Bildfläche irgendwie verschwunden. Kann ich mich in Zukunft weiterhin über Unboxing-Video freuen? Warum sind nicht alle so wie du? Ja, sicherlich. Also Unboxings-Videos werden sicherlich jetzt nicht so regelmäßig oder in gewissen Abständen, die unerklärlich sind, kommen. Aber es werden welche kommen. Ach so, übrigens, Urs hat mich mal gefragt, die Frage hier nicht gepostet, mein guter Kogolee, warum diese Haare? Dicky, Alter, was gibt's denn an meinen Haaren hier auszusetzen? Das ist wirklich ein sehr, sehr mieser Al Pacino-Schnitt. Also ich habe die Frage nicht ganz verstanden, was du meinst. Du kannst mich ja nochmal bei Facebook anschreiben, was du genau detailliert meinst, weil ich meine, was gibt's da aus? Also kaum einen gesehen, der so nice Haare hat. Also, Dicke, ich weiß nicht. Jetzt weiter. Bist du von dem Besitz von einem TV-Gerät? Nein. Kannst du einen Kochkanal machen? Nein. Mit was ist deine Lieblingspizza belegt? Auf jeden Fall mit Artischockenherzen, Boomer Sonner. Vongolide Wong, wie oft sagst du in der Woche folgende Wörter? Burmur, ach man, dicker Alter. Tamino 722, wann eröffnet deine Bäckerei? Braucht noch ein bisschen.
Aber die kommt eines Tages auf jeden Fall. Boomer Sonner muss mich halt jetzt um andere Dinge kümmern. Hätte jetzt sowieso wenig Zeit für die Bäckerei. Boomer Sonner, würdest du lieber gegen ein Känguru boxen oder mit einem Schwein ringen? GB Agency, wann ist die Deadline von dir gegenüber Jan Kuso zu Ende? Die Deadline ist dann zu Ende, wenn das Ende da ist von der Story. Young Hashikur, wie suchst du Features aus oder was muss man erfüllen, damit du mit jemandem ein Feature machst? Du musst mich persönlich kennen, also mit mir abhängen so, oder ich mit dir, oder wir beide miteinander. Und ja, und wenn es dann so zustande kommt, dann kommt es zustande. Ich chill auch mit vielen, die Musik machen, und wir haben noch nie irgendwie Musik zusammen gemacht. Das ist so mit den Features so. Aber dieses so Anschreiben, dass ich bekomme ja öfters mal so Anfragen hier und da. Es ist, weißt du, so, ich bin nicht so dieser Feature-Typ. Also es gibt viele, viele Leute, die gerne die ganze Welt featuren und so. Aber das mit den Features ist halt so ein Ding, ja. Boomer Sonner, lieber Raffaello oder Duplo zum Naschen? Raffaello lecker, aber Duplo auf jeden Fall für mich besser. Vogoli de Wong, kannst du deine Lieblings-Sandwiches vorstellen? Shish, kommst du mal nach FFM? Bestimmt. Bestimmt. Also noch bin ich nicht so fame, dass ich jetzt deutschlandweit unterwegs bin. Aber ich denke mir, das wird in naher Zukunft auf jeden Fall der Fall sein, dass Maverick auf was auch immer für Tour deutschlandweit gehen wird. Und dann sehen wir uns sicherlich auch in Frankfurt am Main. YSL FGSMB fragt, wann wirst du dir einen French Montana Bart zulegen? Wann wirst du deinen Namen in YSL Maverick ändern? Ich werde meinen Namen in diesen Namen sicherlich nicht ändern, mein Freund. French Montana Bart. Was hat er nochmal für ein Bart? Hier so ein bisschen, nicht wahr? Hier ein bisschen, hier alles weg und hier ein bisschen, ne? Oder hat er hier nur ein bisschen? Ich finde meinen Bart auch schon ziemlich, ziemlich krass, ja. Schon extrem. Mal schauen, vielleicht mache ich mal was Neues, vielleicht rasiere ich den ganz ab und mache ein bisschen Experimente, aber wir werden dann schauen. Wie oft im Jahr zahlst du Schutzgeld an 5-Euro-Schlaucher? Einmal im Jahr, in diesem Jahr habe ich schon gezahlt. Hast du wirklich 50k beim Wetten gemacht und wie hast du die Kohle so schnell rausgeballert? Gehen wir davon aus, ich habe 50k beim Wetten gemacht. Woher willst du wissen, dass ich die Kohle schnell rausgeballert habe? Bist du irgendwie mein Finanzmanager? Tamino72, kannst du einen TV unboxen? Nee, ich kann aber einen TV aus dem Fenster werfen. Wenn du willst, auch deinen. Diedleiner, Maverick, woher stammt deine Familie aus Polen? Wie ist der neueste Stand beziehungsweise Karan Hurensohn Young? Welcher Army-Rapper feierst du neben French Montana? Danke für die Antworten und Props an dich, Dicker. Props zurück. Ja, French Montana, ich bin so in diesem US-Rap nicht so drin, ja. So US-Rap, ich verstehe halt die Texte nicht, ja. Englisch war nicht meine Stärke und ich verstehe da nur Fuck und Fuck Your Mother und Bitch. Und gebe mir die Texte halt nicht gerne. Ich höre halt nur so auf den Beat und wenn ich dann so in den Flow reinkomme und abfeiern kann, und meistens ist es bei Friends so, dann rock ich da halt beim Kochen immer eine Runde ab. Und deswegen French Montana, ich müsste jetzt überlegen, aber ja, geh mal mit US-Rappern, egal, ja. Ich finde sowieso, man sollte sich den deutschen Rap nach vorne bringen und eher sich deutsche Rapper als Typen nehmen und ein bisschen gucken, wie das funktioniert für junge Künstler, seinen Style entwickeln und seine Deutschreime prägen und gut ausarbeiten, gewisse Flows, Mos und so und nicht diese US. Was willst du da abgucken? Ja, da ist alles gleich. Ja, für mich, die gehen. Ich verstehe auch nicht, warum da jeder Rapper 70 Millionen Klicks hat, weil für mich ist das alles richtig wack. Ja, aber ganz davon abgesehen. Zu Hurensohn Young Huso äußere ich mich nicht. Die Sache lassen wir mal erstmal.
es wird dann durch die Presse sowieso wieder aufgewühlt werden, wenn das Thema wieder aktuell ist. Und woher stammt deine Familie aus Polen? Aus Polen, mein Freund. Young Tyler, wie viel Geld hast du durch Wetten bis jetzt gewonnen, verloren? Schwer, schwer, Dicker, aber umsatzmäßig bestimmt zwischen 200.000 und 300.000 Euro. Was da jetzt die Gewinnspanne und die Verlustspanne ist halt so eine Sache, weil schwieriges Thema, ja. Kein Bock jetzt da zu überlegen. Der Song Ostblock Connection kostet 1,30 auf Amazon. Wie viel kommt davon bei dir an? Von den 1,30, 25% gehen an Bluminator, meinen Manager. Und 73% gehen an Arafat. Also 2% von dem Song bleiben bei mir. Das bedeutet, wenn du das jetzt auf 1,30 zählst, bist du bei 1,02 Euro. Und 2, oh, diese Rechnung ist mir jetzt wieder zu hoch. Nicht mal 3 Cent pro Song. Vogolide Wong, iPhone oder Samsung Galaxy? Telefone sind mir egal. Stylst du deine Arschhaare? Oh, Shish hat wirklich eine gute Frage. Stylst du deine Arschhaare? Ja, mit dem Haarspray deiner Schwester. Lol, wann kommt Döner Teller Versace? Kann ich nur beantworten mit kommt. Es kommt. Es kommt auf jeden Fall. Schöne Grüße an Marc, mein Freund. Shia Sugar Corn, du machst ja relativ viele Unboxings von Lebensmittelprodukten. Möchtest du dir damit irgendwann ein zweites Standbein neben deiner Rap-Karriere aufbauen? Auf jeden Fall. Ich möchte irgendwas später mit Lebensmitteln, meinen eigenen Maverick Lebensmittel. Handel, Laden, Tante Emma Laden betreiben. Auf welche neue Projekte auf musikalischer Ebene können wir uns noch 2010 hören? Beziehungsweise willst du erstmal chillen, da die Loser-EP bestimmt ziemlich anstrengend war zu produzieren, oder legst du, oh, Meisterwerken nach? Wir schauen, wohin es führt. Ich bin erstmal auf ein paar Alben drauf und mache ein paar Free-Sachen, ein paar schöne Videos und Tracks. Und das Ziel ist natürlich, ein stabiles Maverick-Album abzuliefern, aber dazu müssen noch gewisse Dinge organisiert und geplant werden. Und die letzte Frage: Wie sieht es mit Young Huso aus? Kontakt mit oder die ist Schnitt für dich gestorben? Wie soll ich denn mit so einem Hurensohn in Kontakt bleiben? Ich bitte dich. Ja? Unser Kontakt wird sein: Ich treffe ihn, er mich nicht und ich hitte into seine Nase mit einem Ellenbogen. Das wird unser einziges Treffen in diesem Leben nochmal sein und danach ficke ich nochmal seine Mami. Bastard. Ich werde gleich auf 180, wenn ihr mir nochmal weiter diese Fragen stellt. Sorry für den Ausrutscher jetzt hier emotional, aber ich kann das nicht mehr hören, ja. Mach weiter so, Maverick, deine Fanbase wird dich immer unterstützen. Shoutout gehen an Kopfnuss Kalli, Julian Kolk und Westballs raus. Buddy, siehst du, so geht's doch. Peace out zurück, ja. Dankeschön für die Unterstützung. Wann bekomme ich mein Shirt, was du mir versprochen hast, Brudi? Kriegst du, wenn die Maverick-T-Shirt-Kollektion kommt und die ist bis heute noch nicht gekommen. Aber die wird auf jeden Fall in den nächsten Monaten ankommen hier in Neukölln. Dann kriegst du auf jeden Fall den T-Shirt. Ich habe dich nicht vergessen, Mois. Waren deine Vorfahren für oder gegen Hitler? Bitte genau beantworten. Ali Adler. Ach, kein Bock auf sowas zu antworten. Ja. Mein Uropa wurde durch Hitler, seinen Hurensohnvater, per Kopfschuss umgebracht im Wald und du stellst mir so eine Frage. Mois, dicker Alter, wenn der Hustensaft zu viel wird, komm klar, geh, mach Therapie, ja. Fanta Exotik-Liebhaber. Ey Maverick, eine Frage. Wann bist du mal in Mannheim? Wäre echt cool, dich mal zu sehen. Wenn ich in Mannheim bin, melde ich mich. Dann sehen wir uns auf jeden Fall, dicker. Ist dein Album in Planung und wie war die Resonanz auf die Loser-EP? Bist du zufrieden? Ich bin immer zufrieden. Wenn es mehr als 3 Leute hören, vielen Dank an alle, die sich auf jeden Fall Loser EP geholt haben und gepumpt haben. Es ist ja auf meinem YouTube-Kanal jetzt auch für jeden zu hören. Glücksvieh-Video kommt noch. Dankeschön dafür. Album, auf jeden Fall wird es ein Album in diesem Leben noch geben von Maverick. Einen Longplayer. Was sagst du zu Money Boys Tapetenwechsel? Nicht viel. Was soll ich dazu sagen? Wann stirbt Karan?
Jeder stirbt eines Tages mal. Einen Rappen. Was hältst du von Missgeboten wie Tanzverbot, Serge Derling oder den Prinz? Kenn alle drei nicht. Und Menschen einfach so als Missgeboten zu bezeichnen, ist auch nicht so das Feinste. Yo Maverick, sagt Moneyboy, dass er mal wieder in Braun Club in Chemnitz kommen soll. Und hat er sich mal gezuckt? Was hältst du von dem Zwischenfall, wo die Becher geworfen worden sind, YOLO? Dazu kann ich mich nicht äußern, denn ich war bei dem Becherwurfkonzert nicht. Yo, MBZ? Hi, Dicky. Maverick hier. Ey, sag mal, nur ganz kurz, ich will dich auch gar nicht stören, Dicker, ja? Recordest du gerade, ja? Sorry, Dicker. Pass auf, ich mache hier so ein Fanfragen-Video und da sagt einer, yo, Maverick, sag Moneyboy, dass er mal wieder in Brau Club in Chemnitz kommen soll. Soll. Ja? Also nur, damit du Bescheid weißt, Dicker. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Dicky, hey, ganz ehrlich, ich mache hier weiter. Viel Spaß noch beim Record. Ja, wir sehen uns. Peace out, Dicker. Ja, tschick, tschick. Okay, weiß er jetzt Bescheid, Dicker? Wird es ein PDPD 2.0 Video geben? Dicker, das wollte ich wirklich letztens drehen, aber dann habe ich mir so eine PDPD Packung mal wieder geholt. So ein Glas und hab so, ey Digga, ich kann einfach kein Schaf mehr essen, ja, ich sterbe wirklich. Aber ganz ehrlich, vielleicht mache ich es deswegen, aber ich schaffe davon nicht mal die Hälfte, Mann. Früher war ich ganz krass, da waren wir die krassesten beim Schafessen, jetzt geht's nicht mehr. Was würdest du machen, wenn ein Terrorist vor dir stehen würde? Vorbeigehen? Wie viele Einheiten hast du von der Loser EP verkauft? Guck mal, geh mal auf Twitter. Twitter. Bluminator, das ist mein Manager. Digga, er beschäftigt sich mit diesen ganzen Zahlen und diesen ganzen da Verkäufen und den ganzen Sachen. Stell ihm mal bei Twitter die Frage, er wird dir sicherlich deine Antwort darauf geben. Weil ganz ehrlich, ich weiß es selber bis jetzt gar nicht, ob es 5 waren oder 15 oder 75 oder 175. Ich weiß es wirklich nicht. Einen Rappen, lebst du nur von YouTube oder hast du einen Beruf? Kannst du gut von deinem Geld leben? Weitere Informationen. Wie bist du auf den Entschluss, auf die Idee gekommen, Videos zu machen? Kann man einfach YouTuber oder gechillt sein wie du? Kann nicht einfach jeder YouTuber so gechillt sein wie du? Ja, das ist die letzte Frage, ist auf jeden Fall eine gute Frage, nicht wahr? Ich bin schon ziemlich gechillt, richtig cool. Ja, finde ich auch. Was sagst du zu Sadikas letzten Track? Habe ich nicht gehört. Wo drehen wir zusammen ein Video und was schreien wir? Wie wird der Ablauf sein? Kommst du mit dem Damenrad zum Treffpunkt? Shout it out. Hey Dicky, wir machen auf jeden Fall ein Video, ein Schreivideo. Und zwar, ich würde sagen, im KDW schreien wir, warum da alles so günstig ist, Dicky. Und bis zum KDW, Alter, ist ein bisschen weit mit Damenrad. Ich glaube, ich werde doch schwarz mit der U-Bahn fahren. Dann die nächste Frage. Melonenschnaps und Pfirsichlikör. Anbar? Nicht anbar. Welche Fernzeitung ist am besten? Was auch immer du damit meinst, Mulz. In diesem Sinne, das waren jetzt alle Fragen. Es gab noch mehr Fragen, aber Vongolide, ganz ehrlich, call mich, ich gebe dir privat meine Nummer und dann kannst du mir am Telefon, wenn mir mal wirklich langweilig ist und ich gerade bade oder sonst was, und dann kann ich dir wie aus der Pistole geschossen deine anderen Fragen noch beantworten. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich habe gewissen Leuten wieder auf die Sprünge geholfen und die Fragen hier Real Talk mäßig beantwortet. Und ich sag mal so, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen sehr schönen Tag. Passt auf euch auf und es wird demnächst sehr viele neue Sachen von mir geben. Ja? Abonniert den Musikkanal auf jeden Fall. Da kommen jetzt meine alten 20 Musikvideos nochmal drauf und dann wird da nochmal richtig getackert. Dann kommen schöne neue Musikvideos und schöne neue Tracks, an denen wir arbeiten. Und es kommt etwas, darüber kann ich noch nicht reden, so. Aber es kommt, was mich betrifft und YouTube betrifft, etwas ganz Krasses auf euch zu. Und da wird dann richtig rasiert, meine Freunde der guten Musik. Ich sollte eigentlich hier hingucken, aber ich gucke mal dahin. In diesem Sinne, bleibt cool. Peace out, euer Maverick.